Willkommen im Wald bei Göttingen. Ich bin hier heute Morgen schon ein bisschen rumgelaufen, im Wald und am Waldrand und habe ein paar Wildtiere gesucht, aber entweder sind die alle woanders oder noch nicht sehr aktiv leider. Also keine Rehe gesehen, keine Füchse, keine Hasen, nur ein paar Greifvögel in weiter Ferne allerdings und natürlich viele Singvögel. Also ich laufe hier noch ein bisschen weiter rum und gucke mal, ob ich noch irgendwas finden kann. Das Wetter ist auf jeden Fall wieder genial und schon seit Tagen. Ich glaube, ein paar Tage wird es auch noch so bleiben. Also daran kann es nicht scheitern. Sitzt da jetzt. Sieht für mich wie ein Mäusebussard aus. Aber ist ein bisschen weit weg, um das genau sagen zu können. Na, wer sagt's denn? Habe ich ja noch ein paar gefunden. Also, ich stehe hier mitten auf der Wiese. Hin und wieder gucken sie hoch und gucken zu mir rüber. Aber da ich mich nicht bewege und ganz leise bin, glauben sie nicht, dass ich eine Gefahr bin. Und ist auch leichter Gegenwind. Also können sie mich nicht riechen. Kleine Gruppe aus 4 oder 5 Rehen. Vier Stück. Am Waldrand, wie so oft. Er hier guckt hin und wieder zu mir rüber. Aber solange ich mich nicht bewege, naja, wenn sie noch viel näher kommen, dann werden sie wahrscheinlich weglaufen. Ganz entspannt frühstücken. Zum Glück haben sie mich nicht gesehen.
am helllichten Tag finden. Die sind nicht nur nachts oder in der Dämmerung aktiv. Man muss nur am richtigen Ort suchen. Freue ich mich aber, dass ich noch ein paar Rehe gefunden habe und sie mich nicht bemerkt haben. Auch wenn ich sie lieber früher am Morgen gefunden hätte, wo das Licht noch schön weich war. Also jetzt mitten am Tag, da ist die Sonne ziemlich stark und das Licht ziemlich hart. Hab, glaube ich, sogar schon einen leichten Sonnenbrand. Jetzt laufe ich zurück zum Auto durch einen schönen Mischwald mit Kiefern und Buchen und Eichen. Hier kreist gerade ein Rotmilan oder ein Bussard. Den hört man hier kreischen. Hin und wieder höre ich hier auch den Schwarzspecht und sehe ihn hier rumfliegen. Also toller Tag und tolles Wetter. Der Kolkrabe. Ich liebe seinen Ruf. Hat für mich immer sowas von Wildnis. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr Naturschätze sehen wollt. Das ist der Buchfink. Und genießt die Sonne. Tschüss.